Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ja, es sind immer noch Kometensterne angesagt, aber keine Sorge, wir nähern uns dem Ende, denn wir sind bereits in Welt 6. Und ja, hier müssen wir nur noch ein paar Galaxien abschließen. Ich glaube 3 Stück. Ja, 3. Und dann haben wir es schon geschafft. Ist das nicht krass? So, dann fangen wir gleich mal mit der Monster Arena Galaxy an. Ja, mir schwebt da auch schon wieder was vor. Es ist ja immer so, dass ich so eine Vermutung abgebe, wie der Kometenstern sein könnte. Und zwar könnten wir das jetzt gut auf Zeit machen. Würde mir jedenfalls als sinnvoll erscheinen. Mal gucken, ob das Spiel es genauso sieht oder auch nicht. Mal sehen. Oh nee, es meint, wir müssen das mit einem Leben machen. Jetzt gleich mal auf den Killer-Gumba hier aufpassen. Der hat uns bisher immer hier getroffen. So. Aber wir haben ihn besiegt. Ein Leben, oh, das ist krass. Komm mal hierher. Upsala, das war nichts. So, jetzt aber beide gleichzeitig. Hier ist noch ein Übeltäter. Also ich hole mir jetzt einmal das ab. Oder spring vorbei. Oh, scheiße. Oder auch lieber nicht. Ich wäre fast gestorben. Ich dachte, weil ich jetzt 0 Leben habe. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber was soll's. Bei der Galaxie muss man ja eh von vorne anfangen. Und hat keinen Speicherpunkt. Also ist es auch egal. So, jetzt schnell mit der Feuerblume weiter. Dann kann man hier die Krebs leichter besiegen. Und da und da und da. Und yeah. So, das Leben, das ist geschenkt. Das hole ich mir mal. Können wir vielleicht auf dem nächsten Planeten auch noch was besiegen? Nee. Oh, hier gibt es doch Speicherfahren. Gut, dass wir ein neues Leben haben. So, einmal hier Super Arschbombe. Aber immer drauf kacken. immer drauf achten. dass hier nicht drauf springt, wenn die gerade Feuer legen. Immer drauf kacken. naja, ich ignoriere das einfach mal. So, hier taucht der Schlüssel auf, dann können wir auch gleich weitermachen. So, jetzt gelangen wir doch ins Innere von dem Planeten. Und zu den Boohoos. Das wird schwer mit einem Leben. Denn mit dem Panzer kann ich mich nicht ganz so gut kontrollieren. Nein, nein. Wow. Oh, und anscheinend auch schon so nicht. Hä? Jetzt. Da hat aber mein Nunchuk gespinnt. Scheiße. So, ein bisschen Abstand und jetzt rein und leuchten und yeah. Hat doch alles geklappt. So, einmal zum Sternring. Und ab geht die Post. Bam, bam, bam. Ich finde die Musik episch. So, noch eine Speicherflagge. Hoffentlich finden wir noch ein Leben. Das wäre dann ganz geil. Hier am besten nicht schlittern, sonst gerät man außer Kontrolle. Upsala, nicht schlittern, habe ich gesagt. So, und jetzt aber die besiegen und ja. Bis jetzt läuft es einwandfrei. Wir haben noch keinen Fehler gemacht. So, wie besiegt man den nochmal? Ach ja, Arschbombe, oder? Wow. Die sehen am Anfang sehr gefährlich aus, sind aber eigentlich ziemliche Noobs. Wenn ich das so sagen darf. So. Und weiter geht's in die Röhre. Ja genau, eine Röhre. Keine Röhre, sondern eine Röhre. Könnte auch kompliziert werden hier. So. Oh, der andere ist andersrum gedreht. Und ja. So, einmal zurück. So, wo ist das Ding aufgetaucht? Oh, ja. Jetzt wird's aber richtig schwer.
Ich denke, ich laufe hier einfach mal weg und... nein! Nein! Ah! Okay, das war jetzt wirklich dumm. Scheiße, ein Leben nur noch. Wo sind wir denn aufgetaucht? Hier. Ah, schade. Hätte auch ein bisschen weiter vorne sein können. Ah, wenn wir hier in der Luft schütteln, dann fangen wir nicht an zu rutschen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Oh, aber die Gegner werden nicht getroffen. Ach, jetzt schon. Geht weg. Und der andere auch. So. So. Zum Stern und bäm. So. Puh, aber das mit den silbernen Kettenhunden war schon fies. Was kam jetzt nochmal? Ah ja, genau. So. Ich darf jetzt nicht verlieren, sonst müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ich darf jetzt nichts falsch machen. Schon gar nicht bei den Kettenhunden gleich. Also wenn wir die überstanden haben, dann sind wir schon gut dabei. Oder sind wir danach nicht sogar fertig? Ah, da ist der Sternring. Alter, war das gerade ein Bug, dass der so weit geflogen ist? Oh, oh, schnell weg. Erstmal weg. Oh. Und jetzt weg. Bäm. Lieber hier in die andere Richtung schütteln, damit wir uns nicht wieder selbst treffen. Oh, oh. Oh, 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 scheiße. Aber jetzt muss es sein. Ah. Und du jetzt auch. Du. Der letzte von deiner Art. So. Hat doch ganz gut geklappt. Noch ein paar Sternteilchen. Und der Schlüssel. Ja, es war tatsächlich der letzte Gegner hier. Gut. Haben wir auch das geschafft. Sieben Minuten. Oder 7,5. Wie auch immer. Wie auch immer man genau sein will. Okay, das war kein deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir in dem Part vielleicht schon alle Kometensterne überhaupt machen werden. Könnte nämlich sein. Das Dumme ist, dass hier noch keiner gespawnt ist. Hoffentlich tut er das jetzt, wenn wir hier das Bowser Castle machen. Ich hätte es zwar eigentlich epischer gefunden, wenn wir das zuletzt gemacht hätten, aber ist ja auch egal. So. Was müssen wir hier machen? Beeilung, Bowsers geheimer Stern. Oh mein Gott. Scheiße. Da müssen wir uns natürlich beeilen. Ich verzichte auch mal auf den 6-Leben-Pilz, der da links gewesen wäre. Ja, Zeit. So, schnell weiter. Ja, komm, flieg schneller. So, die sind ja wieder schwer, die Dinger. So, Zeit und dich auch kaputt machen. Und den Bumerangs ausweichen und die Zeit ansammeln und fliegen. Hallo? Nein! Nimm doch das Ding. Ach, falsche Richtung. Alles klar. Okay. Auf einmal verlieren wir die Blume, wahrscheinlich weil wir an einen kleinen Felsen gestoßen sind. Puh, das zweite Game Over in dem Spiel. Ah ja, da fällt mir noch eine Sache ein, die ich nicht so toll finde bei Mario Galaxy 2. Und zwar, dass die Leben nach jedem Neustarten des Spiels werden die resettet auf 5 oder so. Das heißt, man kann ja nicht viele Leben sammeln. Oder werden die sogar auf 3 resettet? Ich weiß es nicht. Ja, und dann hat man auf einmal viel weniger Ups, als man verdient und geht dann halt manchmal Game Over. Das finde ich noch ein bisschen blöd, aber sonst ist es geil.
Mal ein bisschen abkürzen hier. Ups. Ups, ups, ups. Die Zeit hätte ich gern. Dankeschön. Und nein. Scheiße. Er hat wieder den Rückwärtssalto gemacht. Mein alltägliches Problem hier bei dem Spiel. Und ah. Und wir sind K.O. gegangen. Toll. So. Diesmal gehe ich das ein bisschen sicherer an. So. So, jetzt will ich den Rückwärtssalto. Da kommt er auch. So. Also wenn man den Weitsprung macht, dann muss man schon so im Lauf sein und dann erst sich ducken, um dann zu springen. Wenn man gerade auf der Stelle ist, dann ist das ein bisschen blöd. Dann macht er den öfters den Rückwärtssalto, obwohl man ihn gar nicht machen möchte. So, jetzt sind wir aber auch besser in der Zeit. Diesmal wird Luigi auch die Blume treffen. Ja, großartig, so einfach ist das. So, einmal versuchen hier die Zeit mitzunehmen. Es ist uns gelungen. Ah! Oder nicht die Blume hier abfackeln lassen, das wäre nämlich ungünstig. Oh, das war knapp. Kann man hier eine Arschbombe machen? Ja, geh runter. Ach, das war natürlich schlau jetzt, dass ich geschüttelt habe. Jetzt sind wir extremst langsam. Hä? Ich bin noch nie im Leben gegen die Lava gesprungen. Hä? Egal. 16 Sekunden bleiben übrig. Da ist Zeit, Zeit, Zeit. Warte mal. Kann man da drüber? Egal. Hey, hier kommen gar keine Kugelwillis. Oder? Nee, die kommen nicht. Das ist very good. Und nett von den Entwicklern. So. Trotzdem sind wir unter extremem Zeitdruck. Gut, dass ja die Zeit noch geholt wurde. Puh, 20 Sekunden. Ah, da ist nochmal Zeit. Das ist gut. So. Schneller. Und dich. Und da ist noch Zeit unten. Und und. So, nochmal Zeit. So, hier ganz fallen lassen und nochmal Zeit mitnehmen. So, jetzt sind wir doch gar nicht mehr unter so extremem Druck. Ah, hier habe ich oft gefällt, aber es kommen wieder keine Kugelwillis. Das ist gut. So, mein Lieblingssprung. Hat nicht geklappt. Egal. Okay. Die Entwickler sind nett zu uns und geben uns eine Menge Zeit. Allerdings kommt noch ein sehr schwerer Part. Ja, eine Speicherfahne. So, jetzt müsste Kamek hier auftauchen. Das tut er auch. Der Spaten. Ah, einmal gegen die Wand, Luigi. Bist halt ein Trottel. Ein grüner Trottel. So. So. So, mit Yoshi ist das hier einfacher. Ah, und ja, ja, gut. Alles klar und durchsprinten. Yeah. 10, 9, oh, scheiße. Hier ist noch Zeit. Komm schon, ist da noch eine? Ja, da ist noch eine. Ist knapper bemessen, als ich dachte hier. Ich dachte so gerade, ja, die Entwickler sind jetzt doch mal total nett und so. Dabei haben sie uns nur auf das Schlimme vorbereitet. So, einmal hier lang, hier ist mehr Zeit. Als auf der anderen Seite. Jetzt aber nicht mehr. Ach scheiße, da taucht jetzt der Typ auf. Und da ist Feuer und nein. Nein. Wir haben verkackt, Freunde. Aber es gab einen Speicherpunkt. Ist also nicht ganz so extrem tragisch. Denke ich mal. Und Yoshi und... Auf geht's. So. So. Immer A gedrückt halten. Dann haben wir mehr Zeit zum Festhalten. Und diese Assis hier besiegen. Und nein, 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 nein. Wir brauchen Yoshi aber wieder. Spätestens gleich für den Turbo-Fruchtding.
Hier, besieg ihn doch. Come on. Nein. 3, 2, 1 und oh, wieder Zeit. Komm. 9, 8. Scheiße. Verdammt. Oh, scheiße. Ob wir es jetzt schaffen? Oh, so einen extremen Zeitdruck hatte ich auch noch nie. Alter. So, jetzt am besten auf dieser Seite bleiben. Dann kommt das Monster, glaube ich, hier. Ja, genau. Das hatte ich gerade falsch gemacht. Ich wollte so voreilig auf die andere Seite. Und ei, nein, nein, nein. Egal, hier kommt man auch ohne Yoshi weiter. Oder? Scheiße. Wir brauchen doch hier diese Frucht, um darüber zu kommen, oder? Oh, oh. Oder auch nicht. Yes. Geil. Komm, das schaffen wir jetzt. 10, 9. Ah, fuck. Fuck. Nein. Hol doch das Ding, Alter. Komm, daran dürfen wir jetzt nicht mehr scheitern. Oh. Unter extremem Zeitdruck geschafft, Alter. Yes. Badabam. So, einen Kometenstern müssen wir noch machen. Hoffentlich spawnt er jetzt auch mal. Wenn nicht, wäre das ein bisschen ungünstig. Und... Nein! Oder doch? Einladung. Ich bin ein legendärer Spieleprofi. Es gibt ein neues Spiel, in dem du dich mit mir messen musst. Du findest mich in der Wasserverlies-Galaxie. Mach hin, ich warte nicht gerne deinen Wanderaffe. Also dann bis zum nächsten Mal. So. Ich dachte schon, jetzt kommt er doch nicht, sondern nur ein Brief vom Todd, aber es war beides in einem eine Herausforderung. Oder? Nee, das ist gar kein Kometenstern, aber ich tippe jetzt mal darauf, dass hier auch keiner kommen wird. So, Highscore-Jagd in der Unterwasserhöhle. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich so viele Punkte hier einsammeln mit Hilfe des Koppers und seiner Lampe und so. Ich habe auf dich gewartet, ey. Hallo auch, du hältst dich recht gut da draußen. Um mich zu schlagen, musst du aber früher aufstehen. Schließlich bin ich der legendäre Wanderaffe. Ach, habe ich dir das schon erzählt? Na gut, habe ich ja erst 1000 Mal gemacht, ja. Du wirst wohl kaum mit mir reden, wenn du nicht mit mir spielen wolltest. Ja, 10.000 Punkte schaffst du, du kriegst einen Powerstern. Oder wahrscheinlich auch nicht, weil du ein Noob bist. Versuchen kannst du es trotzdem. Ja, dann ziehst du in dem 10.000 Punkte. Du brauchst Glück, weil du scheiße bist. Und schnell rein. Und oh, Münzen bringen auch Punkte. Da haben wir jetzt ein paar verpasst, aber egal. So, unter Wasser, Luigi. Nein, nicht auf dem Boden schwimmen. So, einmal den Panzer geschnappt hier. Und jetzt können wir auch viel leichter steuern und sind schneller. Boah, alle Münzen bloß einsammeln. Und hier die Gegner beleuchten, bringt Punkte. Und ah, ja. Sieht ganz gut aus eigentlich. Ah, bloß nicht treffen lassen, denn dann verlieren wir den Panzer und sind extrem langsam. So, hier noch ein paar zerstören. Und ah, ist ein bisschen ungünstig, aber was soll's. Wir haben, glaube ich, schon die Hälfte. Kann man die kaputt machen? Nein, kann man nicht. Also schön hier aufpassen. So. Oh, ich sehe gerade nichts. Nein! Ich habe aus Versehen geschüttelt. Hallo, Luigi! Nimm dir doch den scheiß Panzer! Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Nach unten. Ach, fuck. Schaffen wir das noch? Wir haben auf jeden Fall noch massig Zeit übrig, aber jetzt müssen wir so eine kleine Pause hier einlegen. So, die Münzen. Ah, fuck. Leider sehr wenig mitgenommen. Und oh, wir müssen einfach so schwimmen. Ohne Kopper. Da ist aber einer. Und
Oh, hier kommen wieder die Boos. Aus dem Trailer sozusagen. Also aus dem, was wir gesehen haben. Also komm, leuchte sie doch an, Luigi. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Man muss nämlich in die entgegengesetzte Richtung steuern. Nein! Aber da auch bei auf achten, wo man hinfährt. Sonst wird das nämlich hier gar nichts. Eigentlich sollte man auch noch die Münzen einsammeln. Einmal für Luft und einmal für Punkte. Das schaffe ich nur irgendwie nicht. Ja, genau. Ganz knapp vorbei, ist klar. Oh, scheiße. Wir ertrinken gleich. Hä? Die Münze habe ich doch locker eingesammelt. Die aber. Ah, komm. Das ist doch scheiße. Da sind Münzen. Oh, scheiße. Da kommen aber die Dinger. Wie sollen wir denn an die Münzen kommen? Sind doch hier alle bewacht, die Münzen. So geht's nicht mehr. Oh, Mist, Mist, Mist. Ah, wir haben es nicht geschafft. Oder? Schade. War ein guter Versuch, aber... Ah, boah, das beansprucht sehr viel Zeit. Autsch. So, ja, ich möchte anfangen. Vielleicht sind hier ja Punkte drin, das wäre praktisch. Oh, scheiß drauf jetzt. So, hier am Anfang die Münzen einsammeln. Das haben wir gerade nicht gemacht. Aber jeder Punkt zählt wie jetzt, wie wir wissen. So, jetzt schnell runter und Schwimme. So, und schwimmen, Luigi. Schwimmen und dein Leben. Und Panzer holen. So, am Anfang läuft es eigentlich optimal. Aber es wird natürlich auch schwerer. Hier sollten wir ein paar Punkte farmen. So, das ist eigentlich ganz gut gelungen, würde ich mal behaupten. Oh, okay, am Ende nicht. Gut. So, hier am Anfang kann man richtig viele Punkte farmen. Am Ende wird es schwer. Also sollten wir den Anfang hier nutzen. So. Wow. Ihr bösen Dinger. So, hier haben wir jetzt auch mal zwei Münzen eingesammelt. So, und hier habe ich ja letztens gefehlt. Hier einfach mal runter. Und euch anleuchten, ihr Spaten. Yeah. Okay. Kurz stehen geblieben, aber was soll's. Jetzt gehen wir an die Oberfläche. So, mal gucken, ob wir jetzt hier mehr Glück haben mit den Punkten. Ja, haben wir definitiv. Und gleich schon tauchen. So geht es schneller. Das sieht auf jeden Fall besser aus als beim letzten Versuch hier. Wenn wir jetzt noch ein paar erwischen und vielleicht auch ein paar Münzen einsacken. Mein Gott, ich erwische die nie genau. Ich muss Münzen erwischen, sonst ertrinke ich hier. Das ist natürlich das Blödeste, was hier passieren kann. Ja, jetzt habe ich mal eine getroffen. So, mehrere, das ist gut. Das ist very good. Very good. Ja, mein Englisch ist geil. Ich weiß. Oh, da ist noch einer. Ach, schade. Wir brauchen aber leider noch über 1000 Punkte. So. So, jetzt ist es irgendwie einfacher, hier die Münzen zu sammeln. Und jetzt noch. Jede Münze zählt. Und wir brauchen noch 40 Punkte. Komm, da sind doch noch Münzen. Yeah, wir haben es geschafft. Krass. Und aber den Panzer wegwerfen. Yeah, wir sind so geil. Nein, Spaß. Super, das waren 10.860 Punkte. Du bist nun mein legendärer Rivale. Nimm diesen Powerstern als Zeichen meines Respekts. Und wenn du einmal Zeit hast, kannst du mir vielleicht einen deiner Tricks beibringen? Nö, wir haben Besseres zu tun. Wir müssen alle Powersterne sammeln. So, das war der letzte Kometenstern hier, Guys.
Die Kometensterne waren schon nicht ohne. Aber was definitiv auch nicht ohne ist, ist die Spezialwelt. Und auf die könnt ihr euch schon im nächsten Part freuen. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Und Achtung, ein Brief noch, yeah. Was gibt's denn hier zum Abschluss? Ich habe da einen Brief für den Baby Luma. Yeah, du hast Sternenteile bekommen. Wow, dem Brief waren ganze 50 Sternenteile beigelegt. Und kein Absender, sonderbar. Gut. Wie schon gesagt, freut euch auf die nächste Welt. Yeah, und wieso springe ich immer? Aber das ist mein Lieblingssprung. Oh yeah, yeah, yeah. Gut, bis dann.